Das ist, ich denke mal, dann meinst du einen der älteren Teile? Ich finde alle Teile. Also, wobei ich sagen muss, ja, die neueren Teile... Ja, ich rede ja von alten Rollenspielen. Pokémon Gelb fand ich cool. Und Pokémon Kristall, weil das waren so Sonderdinger, die halt auch irgendwie besonders waren zu der Zeit, finde ich. Weil, ne, bei Gelb ist dir Pikachu hinterhergelaufen. Ich muss dir definitiv mal die ganzen alten Super Nintendo Rollenspiele besorgen, dass du die mal zockst, weil du hast da ja enorm was verpasst. Du hast... Was? Warum rennst du jetzt sofort auf den Schalter? Irgendwo ist etwas passiert. Okay, aber wo? Ja, das ist ja klar, wo. Die Karte Skaven oder Skaven. Ja, ich glaube, man kann auch ruhig Skaven sagen. Er ist auf dem Ding wieder. Gott, Mädel, triff doch. Ja, lass sie heilen. Oder so. Ja, eine Runde wird sie noch überleben. Es geht nicht ums Überleben, aber es geht darum, sie macht eh keinen Schaden. Da kann sie lieber sich drum kümmern, dass die beiden am Leben bleiben. Was war denn deine erste Konsole? Allererste Konsole war... Also... Meinst du für einen Fernseher oder Handheld? Nee, Handheld ist Handheld. Konsole ist Konsole. Dann hatte ich eine PlayStation 1. Du hattest eine... Und dann kennst du keine Rollenspiele? Ich hatte auf den, auf der PlayStation 1 hatte ich so ein Dragon Ball Spiel. Das habe ich auch immer noch. Dann hatte ich Frogger. Ja, das geile Spiel Frogger. Wer kennt es nicht? Aber PlayStation Frogger, oh Gott. Und dann habe ich noch Digimon World gehabt. Ja, das ist doch definitiv ein Rollenspiel. Ja. Cyrus hat Stufe 4 erreicht. Sein Wert für Leben wurde erhöht. Rübka hat Stufe 4 erreicht. Ihr Wert für Leben wurde erhöht. Das Problem ist, ich habe das Digimon World nie gespielt, weil ich als Kind natürlich auch die Serie geguckt habe und Angst hatte, dass die aus dem Fernseher rauskommen. Paranoid. Nicht sofort. Guck dich doch erstmal um. Ihr habt den Wächter des Kristalls aufgeweckt. Warum guckst du dich nicht erstmal um? Wieso? Weil man sich immer erst umguckt. Kefkas Geist. Der hier sieht mächtig aus. Viele Jahrhunderte, Jahre, nein. Viele Jahrhunderte lang wachte er über den Kristall. Er scheint jedoch von einer bösen Macht verdorben worden zu sein. Vermutlich von derselben bösen Macht, die mein Heimatdorf angegriffen hat. Holen wir uns den Kristall. Wir brauchen seine Kraft, um zu kämpfen. Das ist ein guter Plan. Ja, dann volle Kanne drauf gehauen. Die hat immer nur noch, ja. Boss-Animation und schon sieht er viel gefährlicher aus. So. Und waren das deine einzigen Spiele? Du hattest doch bestimmt mehr, oder nicht? Nö. Dann hast du ja echt alles verpasst. Müssen wir ein bisschen hier Nachholbedarf für dich. Müssen wir ein bisschen was nachholen bei dir. Phantomkonter. Ich glaube, wenn er so in diesem komischen Modus ist, sollten wir ihn nicht attackieren, weil er sonst so komisch kontert. Hat er immer noch Konter? Nee, er war doch so durchsichtig. Heil mit ihr lieber. Also das ist ein recht leichter Bosskampf, muss man echt sagen. Das ist echt so einer, der geht nur ein bisschen auf Zeit, das dauert bis man ihn platt hat, aber dann... Nichts, was wirklich schwer ist jetzt. Aber ich glaube auch nicht, dass das Spiel irgendwie Ambition hat, besonders schwer sein zu wollen, sondern es will ja halt nur... Ja, genau das meinte ich. Aber ich kann nur angreifen. Ja, du könntest Gegenstände... Ah, guck, jetzt kannst du. Ja, mit ihr greif jetzt an. Das ist jetzt wurscht. Du bist so voll, als dass du heilen Sinn macht. Ja.
Jawohl. Ihr habt 400 Gliss und 20 EP gewonnen. Juhu. Die Kraft des Kristalls wurde aktiviert. Oh mein Gott. Freigeschaltet. 3D-Modus. Ihr erhaltet eine komplette dritte Dimension. Ich hab doch gesagt, das ist der PlayStation-Modus. Die Kraft des Kristalls ist unglaublich. Jetzt kann ich das Böse, das mein Dorf bedroht, bekämpfen. Um an ihn zu gelangen, müssen wir aber die Moria-Mine durchqueren. Kurze Anmerkung. Die Minen von Moria sind aus Herr der Ringe. Und das war eine Anspielung auf die Minen von Moria. Danke für eure Hilfe. Bitte sehr. Ihr seid mein Held. Bitte sehr. Ja, ist jetzt hier nichts, oder was? Nee, scheinbar nicht. Deshalb habe ich gesagt, erst umschauen. Ja, jetzt brauchst du nicht nochmal alles. Du musst schon auf den gelben Punkt. Du hättest die Höhle zu Ende erkunden sollen und nicht sowas machen. Oh Gott, wie das aussieht. 16-Bit-Musik. Boah, die Musik entwickelt sich auch weiter. Cool. Oh. Ihr werdet nicht mehr mit einem Schuss niedergestreckt. Zum Glück. Was Guck mal, das sind Fische. Oh, eine versteckte Truhe. Ein Stern. Siehst du, wir konnten nicht die Höhle zu Ende erkunden, weil du sofort weitergerannt bist. Die Karte Zumba. Da hat jemand zu viel Zumba gemacht, dieses Sportding. Das heißt Zumba mit U. Ja, Zumba, Zumba, alles das Gleiche. Sei mal froh, dass du nicht mehr direkt kapierst. Wie spielst du? Es ist ja... Hallo, ich hab es geschlagen. Ja, und es dich auch. Ja, wohin jetzt? Ja, dem Weg weiter entlang folgen vielleicht. Oh, das sieht schon sehr süß aus, aber... Also... Hier muss ich sagen, das ist da wirklich... Da bin ich wirklich froh, dass die Spiele sich weiterentwickelt haben. Das ist schon, ja, ich muss auch sagen, die vorherige Grafik fand ich schöner. Ja, weil man muss leider tatsächlich sagen, die anfängliche 3D-Grafik... Jetzt mäh doch mal bitte die Büsche... Da links zum Beispiel. Hier. Nein, links. Genau. Man muss sagen... Die anfängliche 3D-Grafik ist nicht so gut gealtert wie die 2D-Grafik. Okay, wir haben immer noch... Haben wir jetzt? Wir haben Zersteiner gefunden, aber noch nicht Zertrümmerer. Fakun. Die anfängliche 2D-Grafik oder generell die 2D-Grafik altert zeitloser als 3D-Grafik. 3D-Grafik, so die Ursprünge der 3D-Grafik. Weiter oben konntest du auch einiges zerschneiden. Da siehst du. Die sieht einfach schöner aus. Nee, halt, die 3D-Grafik sieht nicht so schön aus oder die altert nicht so schön. Die sieht einfach hässlicher aus, wenn sie altert, als die 2D-Grafik. Das ist halt einfach so. Was machst du? Ich hab erkannt, dass der... Versucht, ich bin mal gespannt, wie du dich da rausreden willst. Warum du da in der Gegend wild rumgefuchtelt hast. Weil ich beobachtet habe, dass der links und rechts schlägt. Guck, bup, bup, bup. Schön. Doppelschlag. Gepixelte Texturen. So sieht alles der echten Welt schon ähnlicher. Das sieht jetzt schon wieder ein Ticken besser aus, tatsächlich. Ja. Halt, wohin rennst du? Na! Du kannst nicht zurück, Rübka. Doch, du kannst zurück. Wo soll ich denn hin? Ja, alles hier gründlich durchsuchen. Alle Sachen zerschnibbeln. Da war schon die Panik in ihren Augen. Ich will jetzt einfach weitergelaufen. Ja, aber guck doch erstmal hier. Dann rennst du wieder an irgendwelchen Truhen vorbei. Da oben kannst du da vielleicht lang. Okay, jetzt können wir weiter, weil jetzt haben wir definitiv dann alles abgesucht. Du brennst, weißt du, 20.000 Geheimnisse. Och, ist mir egal. Hauptsache, ich bin mit der Story voran. So spielt man nicht.
Man muss die Geheimnisse erforschen. Da waren wir, da waren wir, da aber waren wir. Aber kann man da nicht drumherum? Was drumherum? Ach so, da waren wir schon. Ich sagte doch, da waren wir. Ja gut, meine Güte. Lass mich. Leave me alone. Hilfe, ich will ihr den Controller wegnehmen. Nein. Doch. So. Gründlich alles zerschnibbeln. Was ist da oben? Kannst du da oben irgendwie lang? Nein. Okay. Okay, dann nicht. Aha. Ja, ja, das ist okay. Ja, geh doch da mal, da ist ein Speicherpunkt. Du rennst sonst zu jedem blöden Speicherpunkt. Wir waren hier schon mal. Ja, das Spiel hat doch eben gesagt, wir sind wieder am Anfang. So, hier können wir noch nicht. Da brauchen wir erst irgendwas, um es kaputt zu schlagen. Wir brauchen Bomben. Siehst du, wir kriegen noch hier irgendwo Bomben. Dann gehen wir zurück. Also hier, genau, weiter runter, so. Was war das denn jetzt? Das war auf deinem Laptop irgendeine Nachricht. Was ist da oben? Ja gut, speicher erst. Schau dich hier um. Aber das ist schon krass, wenn man jetzt überlegt, vor einer halben Stunde, wie es hier aussah und jetzt, ne? Schon, ja. Weil wir erleben ja wirklich einen Zeitraffer, weiß ich nicht, 20 Jahre Spielhistorie einfach mal. Da unten ist so ein Dimensionsstein gewesen. Da musst du bestimmt lang. Halt, 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 halt. Nein, 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 zurück. Da unten. Weil da rechts, da links, wo du jetzt warst, da haben wir nämlich alles schon ergründet. Lebensbonus. Monster werfen jetzt kleine Herzen ab. Ja, ganz klassisch für The Legend of Zelda. Die fallen gelassenen Herzchen. Kamera-Zoom. Ihr seht total cool aus, wenn ihr einen neuen Gegenstand erhaltet. Das ist typisch The Legend of Zelda. Was ist da? Nee, da hier geht's ist nichts. Nicht. Kannst du hier unten so? Nee. Ja. Warte mal, weiter oben noch mal ein Stück. Nee, geh mal hoch, genau. Hier war nichts, ne? Okay, da war nur der Stein, gut. Ah, ich weiß, warum wir vorher nicht drüber laufen konnten. Weil wir vorher eine von oben Ansicht hatten und deshalb natürlich nicht drüber konnten. Jetzt ist das nur so ein kleiner Hubbel, verstehst du? Ja. Hallo, 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 Büsche, Büsche, Büsche. Oh, die hätte ich jetzt übersehen. Toll. Wie fies. Das hat mich jetzt so viel weitergebracht. Ja, hallo, normalerweise führen die Büsche uns zu Truhen. Das war jetzt nicht nett, liebe Entwickler. Nicht nett. Oh. Was kriegen wir diesmal? Was kriegen wir diesmal? Was kriegen wir diesmal? Wespe. Warte, Wespe. Da rechts gibt's noch was. Na, viel bringt das nichts. Unten war nichts. Gut, okay. Wo bleiben die Herzen? du kriegst keine Herzen. Das wird dir nicht gestattet. Ein Stern. Stern. Huhu. Wie viele Sterne haben wir jetzt schon? Oh, 7 von 30. Da hast du dein Herz, bitte sehr. HD-Texturen! Oh, cool. Jetzt sehen wir richtig schnieke aus. Jetzt sind wir ja schon fast in der Moderne angekommen. Noch ein Stern. Ja. Oh, jetzt sieht's richtig gut aus, also. Moment, da rechts, da rechts, da rechts, da rechts, da rechts. Ja, aber ich wollte hier unten erstmal. Ja, da alles. Unten geht's bestimmt weiter. Ja. Ach, Manno! Die Noria-Mine liegt im. Ja, das liest du gar Wenn nicht. Wenn wir vor. Es schaffen, sie zu durchqueren, erreichen wir mein Heimatdorf. Ich hoffe, hier geht es allen gut. Beeilt euch bitte, mein Held. So, zurück. Wir gehen zurück. Ja. Warum bloß nicht auf mich hören? Warum? Beep, beep, beep. Da kann man durch. Guck.
Oh Gott. Und was ist da? Nichts. Ja, aber vielleicht wäre hier da was gewesen. Da war so ein hässliches Vieh und hat uns ein Viertelherz geklaut. Dir, weil du es nicht triffst. Wie schaffst du es, an jedem Baum hängen zu bleiben? Oh, die Weltkarte braucht dringend ein Upgrade. Ich glaube, das da sieht aus wie ein Weltkarten-Upgrade. Hallo? Hast du... Oh Gott. Hattest du jetzt auch gerade Angst? Ja, ich auch. Die Welt ist nicht mehr flach. Ich hatte so Schiss, dass es gerade abstürzt. Naja, die Welt könnte noch schöner aussehen. Also ich muss sagen, die Welt sieht jetzt nicht so toll aus. Ist das eine Höhle? Ja. Also die Dungeons, also wenn man so in der nahen Sicht ist, sieht schon besser aus als diese große Weltkarte. Die hätte ruhig noch mal einen Ticken schöner aussehen können. Find ich zumindest. Mine geöffnet. Jetzt könnt ihr die Noria-Mine erforschen. Ups. Anscheinend will man mir sagen, dass es hier lang gefährlich wird. Wahrscheinlich ist das der Weg zum Boss. Sieht aus wie Bowser. Ja. Warte mal. Genau, schau dich hier erstmal um. Wie viele Gänge gibt es? Ich glaube, das heißt, wir werden jetzt keine Rollenspielkämpfe mehr haben, sondern du wirst jetzt leider wieder so Action. Geh doch nicht da lang, geh bitte zurück. Ich war doch schon dort. Nein, runter, links, hoch. Jetzt gehst du weiter. Ja, das haben wir vorhin auch schon gesehen. Die Mine wurde uns geöffnet, es hätte sein können, dass da auch ein Weg jetzt ist. Zerbrechliche Töpfe. Zertrümmern wir etwas hübsche Keramik. Da muss er noch erst einen Weg frei. Da vorne waren aber auch Töpfe. Ja, die kannst du jetzt kaputt schlagen. Oh, ich liebe das. So beautiful. Die Tür ist anscheinend verschlossen. Wir müssen einen Weg finden, um sie zu öffnen. Ich zähle auf euch. Klar, wir haben die ganze Arbeit und sie rennt nur hinterher. Druckplatten ist wohl nicht gerade Fort Knox. Immerhin bleiben die stehen. In der Regel ist es ja so, dass du beide gleichzeitig irgendwie, dass die sich dann aufteilen und weißt du, jeder stellt sich auf eine.